Das wird mein erster Let's Play zum Thema Go. Ich habe lange darauf gewartet und jetzt ist Ferienbeginn. Jetzt kann ich damit anfangen. Es geht los. Was ist Go? Go ist eigentlich das beste Spiel der Welt, muss ich mal direkt dazu sagen. Und worum geht's beim Go? Naja, das werdet ihr schrittweise kennenlernen. Also zuerst mal seht ihr, wir setzen hier abwechselnd Steine auf freie Schnittpunkte. Und wir dürfen jeden Schnittpunkt, der frei ist, besetzen. So, was gibt's zu tun? Keine Ahnung, worum es bei dem Spiel geht. Und tatsächlich wissen das auch recht berufene Leute nicht, worum es bei diesem Spiel geht. Gut. Naja gut, es gibt Schlagregeln, das wollte ich schon immer mal erläutern. Also, ihr seht hier diesen weißen Stein, der hat zwei Freiheiten. Das heißt, eine Freiheit ist ein Stein, eine Stelle, wo neben dem Stein noch ein Schnittpunkt frei ist. Und diese beiden Freiheiten heißen, dass der Stein noch auf dem Brett liegen bleibt. Dieser Stein hat nur eine Freiheit, wenn ich jetzt hier hinsetze, wird der Stein vom Brett weggenommen. Das sind so die Regeln. So, mal schauen, ob ich es irgendwie hinkriege, dass auch ein Stein geschlagen wird. Vielleicht schaffe ich das ja. So, jetzt sehen wir gleich, dass der Gegner mir einen Stein wahrscheinlich wegnehmen wird. Diesen da, könnte ich mir vorstellen. Ja, plant er. Und den kriegt er auch. Jetzt kann er hier hinsetzen und den Stein schlagen. Das wäre ein ziemlich toller Zug. Dann hat er nämlich einen Stein gefangen. Leider geht es bei dem Spiel nicht um Steine fangen, sondern es geht darum, Gebiet zu machen. Ich möchte jetzt diese drei Steine schlagen, mal sehen, ob ich das darf. Und dann schlage ich diesen einen Stein, der hatte hier keine Freiheit mehr. Gut, ich habe jetzt Steine schlagen erklärt, aber eigentlich geht es um Gebiet machen. Was ist Gebiet? Gebiet ist ein Bereich, wo der Gegner nicht mehr hinsetzen will. Also ich glaube, da unten kann der Gegner nicht mehr sehr viel machen und das wird mein Bereich werden. Und da werden wir später meine Punkte zählen. Alles meins. Ja, und wir grenzen das jetzt ab. Er wird da oben irgendwie in der Ecke was haben und ich werde den Rest des Bretts haben und dann zählen wir, wer mehr hat. Das ist so das Prinzip von Go. Und Go ist ein Verhandlungsspiel. Das heißt, man versucht immer dem Gegner was zu geben und selber mehr zu nehmen, als man dem Gegner gegeben hat. Aber grundsätzlich ist es ein bisschen anders als bei anderen Spielen. Go funktioniert nicht, wenn man nicht bereit ist, dem Gegner was zu geben. Man muss ihm ja nicht beliebig viel geben. Aber eigentlich hängt Go auch davon ab, mehr als andere Spieler, dass man halbwegs versucht, fair zu behandeln. Also ich möchte meinen Gegner nicht blamieren, sondern mein Ziel ist eigentlich wirklich nur, ich mache jetzt mal noch einen völlig unnötigen Zug, um das zu zeigen, mein Ziel ist nur, am Ende gewonnen zu haben und nicht hoch gewonnen zu haben. Und das ist Go. Ich habe jetzt mit 14 Punkten gewonnen. Schauen wir uns an, warum. Naja, wir zählen alle Bereiche, die zu mir gehören, nämlich den schwarzen Bereich und wir zählen den weißen Bereich und die Differenz ist, wie hoch ich gewonnen habe. Allerdings kommt eine Sache noch dazu, weil ich den ersten Zug hatte, hatte ich einen fetten Vorteil von 7 Punkten und diese 7 Punkte werden mir angerechnet, die bekommt der Weiße dazu. Schauen wir mal, ob ich in die Partie nochmal reinschauen kann. Also grundsätzlich zählen wir hier so Schnittpunkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kann man multiplizieren bei üben. 2 mal 9 ist 18. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Weiß hat 30 Punkte plus 7 Komi sind 37. Wenn ich jetzt mit 14 Punkten gewonnen habe, dann könnt ihr ausrechnen, wie viel ich habe, nämlich 37 plus 14. Aber ihr könntet auch hier zählen. 1, 2, 3, 4, das ist alles meins. Weil die weißen Steine, die da drin rumliegen, die könnte ich fangen. Kommen wir gleich dazu. 4 mal 9 sind 36, dann habe ich hier nochmal quasi 9 und so weiter. Gut. Warum, was ist mit diesen weißen Steinen da? Diese weißen Steine da könnte ich schlagen. Ich könnte hier hinsetzen, dann hätte der Stein seine letzte Freiheit verloren und würde vom Brett genommen. Und weil der Gegner schon weiß, dass ich das könnte, versucht er nicht, den Stein zu retten. Würde er hier hinsetzen, würde ich da den Stein trotzdem schlagen. Ändert also gar nichts und zack, Partie fertig. Gleich schauen wir uns die nächste Partie an. Let's play Go!